Hey, na Freunde, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur hier in Damalrock und wir sind auf dem Weg zur Waage, weil wir unser Gewicht wissen wollen. Und wir schließen die Tür auf mit dem Damalrock Schuppenschlüssel. Die Schuppen, die sind gesponsert von Head & Shoulders. Hilfe. Und ich musste jetzt auch hier bei Amalur auf ein neues Aufnahmeprogramm wechseln, nicht nur bei Deponia. Und naja, jetzt ist auch das Kämpfen irgendwie ein bisschen anders. Fragt mich nicht, warum. Irgendwie reagiert unsere Heldin jetzt ein wenig unterschiedlich auf meine Klicker. Das kommt mir auch ein ganz klein wenig flüssiger als sonst vor. Ich hoffe nur, das sieht man auch in der Aufnahme. Weil dafür musste ich das leider ein wenig runterkodieren. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Die Waage umgehen. Okay, einmal das Ding benutzen. Und jetzt kommen da Viecher an. Und uns wurde ja gesagt, wir müssen hier Leute opfern. Also nehme ich mal an, wir müssen die Morgan zweimal hier auf der Seite und zweimal auf der anderen. Ja. Hey, das sage ich. Nummer eins. Und das ist jetzt aber gut. Okay, also ans Kämpfen muss ich mich noch gewöhnen jetzt mit hier, mit dem Unterschied. Das ist Nummer 1 gewesen. Und jetzt kommt ihr bitte hier rüber. Danke, Kollege. Hey, hier. Du bist doch eh schon fast kaputt. Du müsstest nur mal hier auf dieses Podest kommen. Danach erlöse ich dich von deinem Leiden. Wie jetzt? Nochmal? Wir haben noch zwei hier drauf umgebracht. Hä? Nummer eins? Haben wir es jetzt geschafft? Ja, ich glaube, wir haben eins zu wenig. Zu wenig hier getötet, gekriegt. Naja, jetzt stimmt alles. Jetzt können wir einfach weitergehen. Und die Ältesten erreichen. Da ist Nummer 1 und Nummer 2 ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Eine gnädige Dame. Wir räubern sie aber erstmal aus, das hat sie verdient. Schönen guten Tag, Alarane. Wie sonderbar. Ihr seid sterblich. Und doch heilt in euren Schritten eine größere Bürde wieder, als sie eine Sterbliche je tragen sollte. Noch erstaunlicher ist jedoch eure Anwesenheit hier. Die große Waage bewegt sich nicht grundlos, noch wird meine Besinnung ohne Anlass unterbrochen. Wie lauten eure Absichten? Unsere Ansichten sind natürlich sehr rein, aber ich habe erstmal ein paar Fragen an euch. Wir waren die ersten aller Schüler des trauernden Königs. Wir standen am Rande der Grube und wurden Zeugen, wie er unser Volk in etwas Größeres verwandelte. Wir schworen, diese Erinnerung niemals verblassen zu lassen. Obwohl der Tod nach uns rief, verblieben wir in dieser Welt, um das Wissen des trauernden Königs zu bewahren. Es war Kelroth, mit dem ich, gemeinsam mit dem trauernden König, den Aufstieg des Winters beobachtete. Wir waren vom Schicksal dazu bestimmt, die erste Fürsorgerin und der erste Schirfer zu sein. Ich glaube, wir haben zu lange voneinander getrennt in diesen Gedanken verharrt. Sobald diese Angelegenheit vorüber ist, sollten wir uns wieder vereinen. Kelroth und ich leben schon lange in dieser Welt, das ist wahr. Aber unsere Entscheidung hatte nichts mit Selbsterhaltung zu tun. Es ging uns darum, etwas zu lernen. Alle Feien geben bei ihrem Tod ihre Lebensenergie an Eshara zurück. Aber das Wesen der Winterfeien, ihre Essenz, beruht auf der Vergänglichkeit und dem Verfall aller Dinge. Kelroth und ich haben darauf verzichtet, wiedergeboren zu werden, um stattdessen den Verfall der körperlichen Welt anzunehmen, die uns umgibt.
Das ist das wahre Wesen der Natur. Ich war die Erste dieses Ordens. Ich hatte die Kraft, es dem trauernden König gleichzutun und anderen Feinden ihre Bürde abzunehmen. Aber mir fehlte die Fähigkeit, ihre Sorgen zu hören. Und so war es an mir, die Grube zu ehren und mich um ihre Tiefen zu kümmern, damit die Natur für alle Zeiten weiß, dass wir ihren Ruf nach Zerfall anerkennen. Die Sorgen, sie waren als Monument für die Arbeit des Hauses gedacht. Und nun sollen sie als Werkzeug des Krieges benutzt werden? Das ist abscheulich. Sie sind das Herz dieser Gemeinschaft. Genau wie der trauernde König kann ein Schürfer die Sorgen anderer in sein Wesen aufnehmen. Ein Schürfer zu werden, bedeutet, diese Kunst zu meistern. Zu Beginn huldigte es dem Tod. Doch mit der Zeit begannen die Winterfeinde, das Haus für sein Opfer zu ehren. Bisarane muss die Sorgen finden. Und so werde ich also endlich wieder ausgegraben. Allerdings ist Bisaran nicht der König der Sorgen, von dem ich gehofft hatte, dass er mich rufen würde. Es ist wahr, ich kenne den Ort, an dem sich die Sorgen befinden. Sie waren zwar niemals dazu gedacht, wiedergefunden zu werden, aber ebenso wenig sollte sie sich jemand zunutze machen. Bevor ich gehe, muss ich euch bitten, meinen Gegenpart Kelroth zu wecken. Die Ewigkeiten haben unsere Wege zusammengeführt und ich werde mich nicht jetzt von ihm trennen. Was macht ihr hier? Es ist eine Art Buße. Vor langer Zeit dienten Kelroth und ich dem trauernden König. Wir waren die ersten der Fürsorger und Schürfer. Doch schon bald verließ der trauernde König diese Welt und ging nach Ishara. Und als er dies tat, hörte das Haus auf, den Tod zu verehren und begann stattdessen, dem Hof des Winters zu dienen. Doch das war nicht das, weshalb wir dem trauernden König folgten. Also kamen wir hierher, um über den Tod nachzusinnen. Denn genau das hätte der trauernde König gewollt. Ich werde Kelroth finden. Als wir hierher kamen, schworen wir, uns erst wiederzusehen, wenn unsere Besinnung abgeschlossen wäre. Ich dachte, dieser Tag würde niemals kommen. Da ich auf der einen Seite der Waage war, werdet ihr ihn auf der anderen finden. Ich werde nun diese Kammer verlassen und warten, bis ihr ihn gefunden habt. Alles klar. Er war der erste König des Hauses der Sorgen und vielleicht der größte Winterfeier, der je einen Fuß in diese Länder setzte. Er lehrte uns zu schürfen und die Bürde des Winters zu tragen. Doch als die Reiche des Winters von dieser Last befreit waren, verließ der trauernde König diese Welt, um niemals zurückzukehren. Dieses Ereignis ist lange her. So lange, dass ich mich nicht einmal mehr an sein Gesicht erinnern kann oder an seine Ausstrahlung. Aber sie war mächtig. Sich in seiner Gegenwart zu befinden, hieß, die Sorgen unseres Volkes zu kennen. Wo ist Kelroth? Er befindet sich auf der anderen Seite der großen Waage. Ihr werdet die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen müssen, um ihn zu erreichen. Ja, das haben wir, glaube ich, oder? Auf Wiedersehen. Zur Waage zurückkehren, na, das halte ich für eine vage Vermutung. Lustig. Ich lache mich tot. Wo ist das Teil? Da ist das Teil. Oh, eine große Schadensverstärkung. Und hier kommen wir nicht durch. Ja, das war irgendwie klar. Ah, die können wir auch noch nicht. Ach, das ist doch jetzt blöd, Mann, ey. Warte, auf ungewöhnliche Weise heißt ja nicht, dass da kein Hebel ist. Oder, doch, genau, das heißt es. Na gut, dann gehen wir halt außen rum. Wenn es nicht anders geht, dann eben so. Zur Waage. Müssen wir jetzt wieder diesen Erati-Stein benutzen, oder? Ja, anscheinend. Wir müssen die Waage wieder aktivieren, beziehungsweise umgehen. Na komm ran, Junge. Hä? Ja, komm. Ja, brav. Ja, ganz liebe Morgan. Ja, ganz liebe Morgan seid ihr. Hä? Ach, ist ja schon offen.
So, habt ihr Loot? Nein. Gut, dann nicht. Dann müssen wir jetzt nur noch den verbleibenden Ältesten erreichen. Ich verstehe nicht, warum wir die Auswahl hatten, ihn zurückzulassen, weil warum einen Ältesten nehmen, wenn man zwei haben kann? Das ist irgendwie... Naja. Oder was sagt ihr? Sorgen eilen euch voraus, Sterbliche. Sie sind beinahe genug, um die große Waage von allein zu bewegen. Es ist Jahrhunderte her, seit meine Besinnung zuletzt unterbrochen wurde. Was führt euch hierher? Was könnte eine Sterbliche von mir wollen? Alarane und ich waren einige Zeit voneinander getrennt. Ich denke, sobald das alles vorüber ist, wäre es gut, wenn wir unsere Meditationen wieder aufnehmen. Gemeinsam. Ich war eine dieser erbärmlichen Gestalten, die der trauernde König rettete, als er zum ersten Mal einen Fuß in die Feenlande setzte. Als er mich von der Fäulnis des Winters befreite, begriff ich, dass ich dasselbe tun könnte. So erlernte ich die feineren Aspekte seiner Magie und folgte ihm als erster Schürfer. Er war und bleibt einzigartig unter unseresgleichen. Niemand konnte das, wozu er fähig war. Wie selbstverständlich konnte er die Sorgen in anderen aufspüren und in ihrem Wesen schürfen. Und obwohl er das Haus der Sorgen gründete und die Geburt des Hofes des Winters miterlebte, blieb er nicht bei uns. Vielleicht war es seine Entscheidung oder auch Schicksal. Aber er ging nach Eshara, um niemals zurückzukehren. Ich denke, dieser Krieg hat alle anderen Winterfeien verzehrt, die den trauernden König noch kannten. Doch obwohl Alarane und ich noch hier sind, kann ich mich kaum mehr an ihn erinnern. Die Sorgen sind sozusagen das Vermächtnis des Hauses der Sorgen. Wir haben seit Jahrhunderten geschürft, um diese Magie zu sammeln und sie zu formen. Aber wir hätten nie gedacht, dass jemand versuchen könnte, sie sich zunutze zu machen. Ist den Tuatha denn überhaupt nichts heilig? Obwohl alle Angehörigen des Hauses Gefolgsleute des trauernden Königs sind, so sind die Schürfer doch seine wahren Jünger. Sie können bis zu den Sorgen anderer schürfen, genau wie er es konnte. Es wurde gegründet, um die Traditionen des Verfalls und Verblühens zu erhalten, während gleichzeitig ein Hof des Winters aufgebaut wurde. Im Laufe der Zeit jedoch haben wir den Blick für das wahre Wesen des Winters verloren. Sie sind Alaranes Orden. Sie sind in vielerlei Hinsicht die Verwalter des Hauses der Sorgen. Während sich die Schürfer mit seinem Geist beschäftigen, kümmern sich die Fürsorger um die Körperlichkeit. Diese Bezeichnung ist für einen wahren Feien ohne Bedeutung. Was ist schon das Alter für die Alterslosen, für die Unsterblichen? Bisarane muss die Sorgen finden. Dadurch, dass ihr Alarane erreicht habt, habe auch ich von eurer Aufgabe erfahren. Wenn sie diesem König der Sorgen helfen will, schließe ich mich ihrer Zustimmung an. Aber zu erfahren, wo sich die Sorgen befinden, beantwortet kaum eine der gestellten Fragen. Um sie zu erreichen, wird mehr als nur Wissen erforderlich sein. Wo ist Alarane? Wir werden sie treffen, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr müsst euch gedulden, Sterblicher. Na gut. Also gut. Dem Ältesten folgen. Oder den Ältesten. Ja, wir stehen am Questpunkt. Ich weiß nicht. Wir müssten hier richtig stehen. Die werden jetzt wahrscheinlich beten. Und so erblicken sich die Ältesten erneut. Es ist einige Zeit her, seit ich Alarane zuletzt gesehen habe, Sterbliche. Ich danke euch. Aber Bisarane wird mehr als nur Wissen benötigen, um die Sorgen zu erreichen. Er wird einen Schlüssel brauchen, der in Sinsea liegt, der Höhle des trauernden Königs. Ich soll also den Schlüssel finden? Das ist richtig. Und es ist eine schwierige Aufgabe für eine Sterbliche. Ein Feie wäre weitaus besser geeignet, die Höhle zu überwinden, aber die Zeit drängt. Ihr werdet euch dem jedoch nicht allein stellen müssen. Einer von uns wird euch dabei helfen, den Schlüssel aus Sinsea zu bergen, während der andere Bisarane erklärt, wie man die Sorgen erreicht. Die Entscheidung liegt bei euch. Ist es denn wichtig, wen ich mitnehme? Für euer Ziel ist es unerheblich.
Wir sind beide mit der Höhle des trauernden Königs vertraut. Aber ich wirke Magie und Alarane setzt ihre Feienklingen ein. Es wird kein leichter Weg, Sterbliche. Wir können eure Fähigkeiten entweder ergänzen oder sie verstärken. Na, ich glaube, ich nehme Alarane. So sei es. Sie wird euch nach Cincea begleiten, während ich zum Haus der Sorgen zurückkehre und Bizarane darüber unterrichte, wie er die Sorgen finden kann. Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Aufgabe, Sterbliche. Und gebt gut auf Alarane Acht. Also gut. Dann überlassen wir es Kelrod, diesem König der Sorgen, alles zu erklären. Es ist vermutlich die richtige Entscheidung. Immerhin passt das zu ihm. Ich werde einen Schattenschritt nach Cincea machen und dort auf euch warten. Wir müssen uns beeilen. Lebt wohl. Gut, alles klar. Kann ich mich nicht mitnehmen? Fahrgemeinschaft oder sowas? Cincea erreichen. Naja, ich denke mal, das könnten wir schaffen. Ich frage mich, wo Cincea liegt. Und ich hoffe, diese Folge ist auch nach meinen Anschauungen von Qualität gut genug für euch. Also abgesehen von meinen Skills, die in dieser Folge beachtlich nachgelassen haben. Weil, wie gesagt, sie reagiert jetzt anders auf meine Reaktionen. Aber das meine ich ja nicht. Ich meine, ob denn auch nichts ruckelt, weil ich hatte eigentlich schon mal Bioshock hier mitprobiert. Und, naja, das hat nicht so ganz funktioniert. Naja, ich hoffe nur bei Amadeo geht's. Tja, du Vieh. Pech gehabt. Und raus mit uns, also zumindest gleich. Da unten liegen noch Elfen rum. Cosmo und Wanda. Naja, wenn Elfen nicht mehr helfen können. Ah, da sind nur noch zwei. Na ihr? Nachfolger von Cosmo und Wanda. Ciao. Weichkrabbelpulver, toll. Mein Lieblingsitem. So, wenn du schleichst, dann musst du darauf achten. Ja, genau. Genau darauf musst du dann achten. Ach, hier unten sind sie ja. Alles klar. Dann war es doch gut, dass wir den zweiten Teil der Kaelit-Küste auch noch uns angeschaut haben. Wenn wir jetzt hier rein müssen. Na du? Endlich seid ihr hier und wir können nach dem Schlüssel suchen. Ich dachte, ich wusste, dass die Tuatha nach Chlorikon gegriffen hatten, aber ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Als ich das letzte Mal hier war, war es ein andachtsvoller Ort und doch wunderschön. Freundliche Feen kümmerten sich um die Gänge und Hallen. Doch nun ist es still, verdorben und besudelt. Aber wir dürfen uns nicht mit dem aufhalten, was geschehen ist. Um den Schlüssel zu den Sorgen zu erreichen, müssen wir neben diesem Votiv noch drei weitere finden. Sie werden uns Durchlass gewähren. Gut, alles klar. Wie kommen wir an den Schlüssel? Wir müssen noch tiefer nach Cincea hinein. Aber der Weg steht nur jenen offen, die die richtigen Votive besitzen. Die Votive befanden sich ursprünglich im Besitz der Feen, die sich um diese Höhle kümmerten. Doch ich denke, dass sie sich nun in Händen von etwas Dunklerem befinden. Auf Wiedersehen. So. Boggarts, ja, das ist sehr dunkel. Diese teuflischen. Los, keine Boggarts. Gut, das... Was haben wir denn hier? Ah, Magnons Handschuhe. Diese Magnon lässt die überall Zeug liegen. Kann er das nicht allesamt mal behalten? Immer dieser Magnon. Na, wer hat das? Ein Borka, war doch klar. Der sieht uns. Oder er sieht uns nicht. Doch, er sieht uns. Er hat uns gesehen. Ah, ja.
Ja, Mann, ey. So, jetzt aber. Kollege Sumpfborger, du machst jetzt gleich nicht mehr so lange. Und schau. Und der Typ, ja, der kann gegen das Schild rennen. Wenn er denn unbedingt möchte. Votiv des Blattes. Wie gehen wir jetzt am besten? Ja, wir gehen mal hier rum. Sieht gut aus. Feuer oder Wasser? Naja, mal schauen, was wir jetzt kriegen. Lalalala, wen haben wir denn hier? Ein Elfenfeuer-Champion. Na gut. Ich nehme an, dann wird es wohl Feuer sein, was wir hier kriegen. Gerade abgewehrt eigentlich. Na gut. Ist irgendwie... Wie sieht ihr alles nur nicht diesen Feuer-Champion an? Platin-Talisman. Heiltränke. Und natürlich... Ihr seid gekommen. Das Votiv des Feuers. Und wenn die das gerade so lustvoll gesagt hat, dann sollte man sich doch Sorgen machen. Wen haben wir hier? Eine Banshee oder sowas? Sicher? Ja, war doch klar. Aber wir schleichen uns von hinten an. Und können sie wenigstens hier so ein bisschen... schon so ein bisschen wegsmacken. Und dann hat die auch keinen Bock mehr. Wie? Kotzt doch ein Ei aus. Wir haben es gefunden. Hinter dieser Mauer wartet der Schlüssel zu den Sorgen und noch mehr. Um die Tür zu öffnen, brauchen wir 4 Votive. Wo sie sich einst in den Händen sanftmütiger Feinde befanden, sind sie nun im Besitz grausamerer Bestien. Doch das kann uns nicht abschrecken. Wir brauchen sie. Ist ja gut. Auf Wiedersehen. Wir haben noch Schätzchen. Der Weg steht uns offen. Kommt, gehen wir weiter. Auf uns wartet noch eine weitere Herausforderung. Was ich gerade sagen wollte. Um an den Schlüssel zu kommen, müssen wir zuvor die weinenden Augen überwinden. Erst dann wird der Schlüssel zu den Sorgen wieder uns gehören. Was ich gerade sagen wollte, wir haben doch jetzt schon alle Votive. Und was sind die weinenden Augen? Sie befinden sich tiefer in diesem Verlies. Setzt euren Weg fort und wir werden sie finden. Okay. Auf Wiedersehen. Klingt nach einem Plan. Dann wollen wir uns mal hier diese Feintruhe auch noch ausräubern und danach gehen wir tiefer hinein. Der Weg steht uns offen. Kommt, gehen wir weiter. Auf uns wartet noch eine weitere Herausforderung. Um an den Schlüssel zu kommen, müssen wir zuvor die weinenden Augen überwinden. Ehrlich? Erst dann wird der Schlüssel zu den Sorgen wieder uns gehören. Na, mach Sachen. Auf Wiedersehen. Dinge, die ich jetzt so überhaupt nicht erwartet hätte. Verborgenes Objekt? Hier ist kein verborgenes Objekt. Hier ist alles offensichtlich. Oh nein, ein Sturm-Champion. Na gut, zum Glück kein Eis. Alles ist gut, solange es kein Eis ist. So, das waren wohl die. Ihr seid gekommen. Nein, gerade nicht. So, Orakelsrom. La 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 la, die weinenden Augen. Ich glaube nicht, dass das die weinenden Augen sind. Ich nehme an, das sind die weinenden Augen. Hier ist es. Wir haben die weinenden Augen erreicht. Als diese Höhle ursprünglich gestaltet wurde, waren die Augen dieser Statuen trocken. Doch nun weinen sie bis in alle Ewigkeit. Sie allein bewachen den Weg zum Schlüssel. Ihr müsst an sie herantreten, Sterbliche. Nur wenn ihr ihnen antwortet, werden sie euch den weiteren Weg weisen. Bitte was? Wie überwinden wir die Augen? Nähert euch den weinenden Augen und beobachtet, was geschieht. Sie werden euch das Wissen offenbaren, das ihr braucht, um weiterzukommen. Beantwortet ihre Fragen und wir werden unseren Weg fortsetzen können. Na gut. Auf Wiedersehen. Was haben wir denn hier? Ein ganz tolles Feinlager. Handschuhe der Gerechtigkeit. Na, hey. So, die Fragen beantworten.
oder am Hebel ziehen. So. Ihr seid gekommen. Links? Begreif's nicht. Das Teil hier. Kann ich einfach mal alle drücken? Ihr seid gekommen. Oder? Begreif das nicht. Ihr seid gekommen. Also links, rechts, Mitte. So rum. Okay. Ja, das ergibt jetzt auch Sinn. Okay, alles gut. So was Ähnliches habe ich mir schon gedacht, aber dann dachte ich mir, naja gut, es geht nicht weg. Könnte es vielleicht doch was anderes sein? Nein, es braucht nur seine Zeit. Und dort vorne wartet auch schon der Schlüssel. Aber die Kappe des Proletariers auch. Es ist ein Stock. Ein Stock ist der Schlüssel. Ihr seid gekommen. Ein verkrümmter Zweig. Nein, wirklich nicht. Das ist der Schlüssel zu den Sorgensterbliche. Er mag nicht von der Art sein, die ihr gewohnt seid, aber er ist es. Er ist ein Zweig des uralten, knorrigen Baumes, dessen Wurzeln sowohl diese Welt berühren, als auch Eschara, die Ebene der Magie, zu der alle Feien gehören. Er ist ein Zweig des Geigenbaumes. Die Sorgen nehmen die Gestalt des Geigenbaumes in beiden Reichen an. Und dieser Zweig erschafft eine Brücke zwischen ihnen. Kommt, bringen wir ihn zu Bizarrhan. Auf Wiedersehen. Und dieses Auf Wiedersehen gilt auch für euch, werte Freunde. Denn wir sehen uns in der nächsten Folge Amalur wieder. Bis dahin, tschüss.